Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen. Klack, so, da sind wir. Ja, weiter geht's in dem Ründchen. Was? Ach. Was denn? Ja. Vorher erst ein paar Streicheleinheiten, das ist ganz wichtig. So, wir wollten in dieses... kleine Gebäude? Ja. So. Wir gehen jetzt mal hier in das kleine Gebäude rein. Kann nicht mehr reden hier. Ja, mir fehlt noch ein bisschen das Trinken. Aber das macht nichts. Shit happens. Es gibt Schlimmeres. So. Wollen wir mal schauen. Was? Achso. Ja, kein Thema. Was? Chuck? Na? Au. Oh. Halt, ich muss laden. Warte. Schau mal. Ich den nicht? Mach ich den so? Ah. Warte. Lass mich mal was hier an. Okay. Warte. Bleib stehen. Also ganz ehrlich. Nein. Die Knarre ist schon ein bisschen scheiße, ja. Schnauze, Hund. Warte. Warte. Inventar. Es ist zwar eine gute mit Schaden 30. Was war das? Zelle. Schaden 13. 10 Schuss, das ist scheiße. Schaden 13. Schaden 10 wird immer weniger. 18. Das ist jetzt die beste. Außer die hier, aber ja, immer zweimal nachladen, das ist ja übel. Wir nehmen die hier. Was bin ich? Was bin ich da? Hi, hi. So. Entschuldigung. Bin ich eigentlich irgendwie ein bisschen schwer im Gepäck? 124, das geht noch. Schießen wir da rum. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Warum nicht? Dagegen schießen. Na Hund? Wieso denn? Ah, da bist du. Zeig dich mal. Okay. Ah, da oben ist noch jemand. Darf ich mal? Chuck. Oder gehört er zu uns oder nicht? Was? Was machst du denn hier? Der verliert rote Farbe. Was denn? Ist ja gut, ja. So, mit hier. So, hier ist nix. Gut. Badewanne. Oh, schreck. Man kann ja, oder man konnte, glaube ich, Kuh auf Favoriten, ja. Rotieren. Level up 2, okay. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir packen die hier drauf. Wir packen die hier drauf. Wir packen, Moment. Hallo, hallo, hallo. Stimpack. Nein. Naja, gut, braucht ihr so. Das passt. Ja. Ich bin ein alter Mann, ich kann das noch nicht so richtig. 0. Ich war drüben, ne? Kann ich den nicht?
Ist das jetzt der oder ist das jetzt... Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Auf 0. Ich glaube, ich setze Stimpak da drauf. Kleidung, Waffen. Q? Ah, okay, man muss gleich drauf drücken. Gut. Setze ich da drauf. Q. Setze ich da drauf. So. Die Machete war ja relativ gut. Die kommt auf Nummer 4. So. Da haben wir 2, 3, 4 und das Pinöpel. So. Hinaus. Ja gut, er haut das Ding erstmal rein. Passt. 2. Was hab ich denn jetzt da? Eine Waffe. Ach, das ist die. Ach, hier ist die. Warte. 3. 4. Ja gut, scheißegal. Und den machen wir auf 5. Entschuldigung, Freunde. Och, könnt ihr das nicht ausstellen hier oben irgendwo? Oder oben das Ding? Oh, eine Waffe, würde ich ganz gerne haben wollen. Gibt's hier, gut. Okay, gibt's auch nichts hier? Nein. Hm? Nein. Alles nichts, gut. Vielleicht gibt es ja irgendwie sowas Verstecktes. Okay, jetzt mal hinten. Jetzt mal hinten dran. Gehen wir runter hier. Ah. Ja, testen wir mal ganz kurz. Ach, wie war das mit A? War das das, ne? Ja. So. Cool. Auf. Oh. Das nehme ich gerne mit. Da hinten liegt auch noch was. Ich glaube, das wird Computer Terminal. Das wird, glaube ich, das Ding sein, ne? Schauen wir mal ganz kurz. Willkommen bei Robco. Ja, Passwort erforderlich. Schnarch. Schnarch. Erd. Trick. Da. Treffer 0. Toll. Dann ist das nicht. Dann sollte. Trick. Treffer 0. Bank ist es auch nicht. Race auch nicht. Climb auch nicht. Das kann es nicht sein. Los. Geschafft. Dann ist es das. Sicherheits entriegeln, ja gut. Entriegelt. Achso, ist ja schon entriegelt. Klar. So. Lass mich weg, ja. Hallo? Hallo? Hält mich das Ding fest. So mit. Oh, guck mal. Guck mal, wo wir ziehen. Oh, Katze. Oh, miau. Miau. Nein? Okay. Schickes Bild. Ich kaufe euch das ab. 100.000 Kronkorken. Fällt mir nichts. Oh. Oh. Hallo? Fällt meine Augen? So. Oh. Oh. So. Jetzt mal hier vorne. Das Schloss kriege ich nicht auf. Da ist nicht mehr mal was dran, Jung. So, hier nix. Hops. Dann. Und das mit. Das nehmen wir auch mit. Zementsack. Immer mitnehmen. Es geht da rüber, es geht da hin, es geht überall hin. Jo. Oh, Bierflasche.
das Ding. Waffenmunition. Das nehmen wir gern mit. Das auch. Das ist leer. Das ist auch leer. Das ist leer. Gut. So. Oh, dann ach, da liegt sie. Nice. Ja, wir gehen gleich zu ihr. So, geht's hier. Hund, lass mich mal durch. Hm? Achso. Oh. Oh. Das war nicht ich. Nein, nein. Nein, nein, das war ich nicht. Das ist leer. Das ist leer. So. Achso. Schön sieht's mal, Hund. Gucken wir. Oh, Tasse, siehst du? Das Ding. So. Das nehmen wir mit. Da haben wir alles. Dann gehen wir mal zu dieser süßen Lady. Patrone. It Automatic. Raider. Das nehmen wir mit. So. Kann ich runterschubsen. Hier hinten? Wie das machen? Wie? Ah. Ah. Toll! Wenn die Fallschirm aufgeht. Tja, was? Was? Also, Opa! Alter! Was tust du denn hier mit um dich? Ah, mit. Ah, wir sind von hinten ran. Ja, aber der Hund, dass der Hund natürlich von vorne kommt, ist natürlich Scheibenkleister. So. Hund, geh mal weg. Ich geh mal weg. Genau, hier kommst du raus, hier kommst du rein. Und da einmal ein Schuss. Noch ein Schuss. Hallo? Genau. Ich liebe es. So, dann wollen wir mal weitermachen. Jetzt müssen wir weiter aufräumen. Das ist das. Das ist geladen. 339. Das ist gut. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon. Die gehen nirgendwo hin. Im Ernst? Wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich gehe mal spazieren. Aber ich komme wieder. Und dann seid ihr tot. Da. Ah, komm schon. Halt. Ganz kurz, ganz kurz. So, der ist weg. So. Was? Bin er schon hier? Ah. Das Ding ist leer. Ah. Ja, ja, ich bin gleich da. Bin gleich da. Nur schnell kurz gucken. Die Türen schließen. Ah, da drin, okay. So, das damit. Oh, neue Waffe. Geil. Ich liebe es. So. Das haben wir. Hier ist nichts. Da gucken wir mal nach. Vorkriegsgeld. Da nichts drin. Da auch nichts drin. Da nichts. Nee.
das Zeug. Das ist leer. Das mit. Also klar, wir nehmen natürlich alles mit hier, was wir kriegen können, beziehungsweise was nicht nied- und nagelfest ist. Nied- und nagelfest. Da erinnere ich mich an früher noch. Ne, zu weit. Wo die Filme liefen, Niednagel. Ich glaube, das kennt ihr noch wahrscheinlich. Der eine oder der andere zumindest. So. Schauen wir mal hinein. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Minutemen? Auf das Durchreise? Du schuldest mir was. Helfe gerne. Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Wer sind diese Leute? Ja. Wer sind diese Leute? Gott. Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Pech gehabt. Ist eine grausame Welt. Klingt hart. Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Wow. Nein, du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Verdammt. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Vielleicht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Sag es mir. Gott, mach das Gesicht weg. Das ist super. Taugt hoffentlich was. Wird das reichen? Sag es mir. Wird das reichen, um diese Wahnsinnigen aufzuhalten? Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Klingt nützlich. Ich werde nicht helfen. Gefällt mir. Ja gut, ich meine, eine Hand wäscht die andere, ne? Also wenn die mir helfen, dann können sie vielleicht, ja, wenn ich denen helfe, dann könnten die vielleicht mir auch helfen. Schauen wir mal. Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Au, könnte funktionieren. Minigun? Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Lösung? Ich helfe. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir kommen wo man nicht eine in findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich habe den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. So. Ja, dann machen wir das.
Du bleibst schön da, okay? Halt. Hund, hey. Hund. Handeln, bleiben. Warte da. Okay, schön da warten. Machst du da einen Befehl, ja. Was wollte ich denn gerade machen? Achso, genau, das wollte ich machen. Und zwar Einstellung. Audio ist ein bisschen leise, ne? So, Stimme etwas lauter. Effekt ist gut. Schritte etwas. Hallo? Ist lauter? Radio, das mache ich leiser. So, ne? Passt. Okay. Zurück. Wird gespeichert. Schnell speichern. Achso, kann ich eigentlich auch. Ne, obwohl, brauche ich nicht. So. Vorsicht, Kind. Ja. Es kommt was. Und es ist wütend. Was? Ma'am. Du bist nicht das, was Darkmeat in diesem Viertel normalerweise findet. Aber umso besser. Wo steht was? Darkmeat? Er ist also dein Hund? Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Darkmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Gesehen? Ist verrückt? Wir sagen es mit. Vision. Mhm. Oh, ich weiß, was du denkst. Die alte Dame hat den Verstand verloren. Aber das sind die Kems, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Es ist gerade hinter dir. Von dem Lärm und dem Chaos. Und es zielt auf dich. Ist wütend. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Ich sehe. Ha. Ich sehe mehr. Oh, das ist so schrecklich, Kind. Klauen und Zähne und Hörner. Das Angesicht des Todes. Mehr schaffe ich nicht. Oh. Das ist alles. Dann ruhe ich aus. Ich ruhe. Und du hast einen Auftrag zu erledigen. Machen wir. So. Das war das. Hier war nichts. Doch, da war das. Das mit. Hops. Hand. Hey. Nice. Ah, Tier los. Bingo. Ja. Oh, Achtung. 1 erhöht. Nice. Das nehme ich gerne zu mir. Da ist nichts. Das nehme ich. Weil ihr braucht das ja nicht mehr, ne? So. Das nehme ich auch ganz gerne. So, hier ist nichts mehr. Und geht zur Seite. Wenn der Papi kommt. So. Da ist nichts. Da ist deine Tasse mit, weil die braucht er nicht mehr. Auch Fun 7. Verdammt nochmal, ja. Enthält das Holoband. Spiel. Atomic Command. Nice. Das nehme ich auch gerne. Cool. Willst du mir noch was sagen? Oh, kann ich nicht. Darf ich mal kurz ran, ja? Ich will mal kurz gucken. Cool, dass ich mal ran darf, ne? So. Jones. Bruises. Ja, Jones. 3 Treffer.
drei Treffer. Okay, dann. Hier haben wir nichts mehr. Das ist. Das kann es nicht sein. Hier müsste das OES. 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 Was? Jones? Los. OES. Das sind drei Treffen. Sehe ich da was? Blair. Billet. Übersehe ich gerade was? Ist klar. Nein? Erst am Bart kratzen? Das E stimmt, das S ist O. Wo ist dann das passt nicht. Das passt auch nicht. Hallo? Das wäre es. Ah, nice. Okay, nehmen wir das. Ja. Die heißt. Nein. Unsere Außeröffnungszeiten. Na gut. Schreibe. Nein. Okay, so. Zum letzten Mal. Die Rotröcke in der. Dioramen sind keine Spielzeugsoldaten und es wird außerhalb der Öffnungszeiten auch nicht mit ihnen gespielt. Bei zwei von ihnen ist schon die Farbe abgekratzt und heute Morgen hat bei einem der Fußsoldaten ein Arm gefehlt. Nanu? Ja, vielleicht zum Kratzen? Man muss sich ja auch mal schuppern an gewissen Stellen, wo man nicht rankommt. Ja, das ist der Chefkurator heute. Dieser Unsinn wird nicht länger geduldet. Jeder, der dabei erwischt wird, wie er mit den Soldaten spielt, erhält eine Abmahnung. Bekommt eine Stunde vom Lohn abgezogen und muss für die Schäden aufkommen. Chefkurator Harold Nace. Ja. Vielleicht war es ja auch selber. Ja, shit happens, würde ich mal sagen. Kakerlaken im Keller. Jemand vom Hausmeisterservice muss sich mal im Keller um dieses Kakerlakenproblem kümmern. Macht es jetzt ganz still und leise, während das Museum geöffnet hat. Direktion hat oberste Priorität. Tod. Ja, sie sind tot danach. Wir können es uns nicht erlauben, das Museum schon wieder zu schließen. Und es ist auch nicht hinnehmbar, dass ein Mädchen einen Kakerlake in ihrem Haar findet, während es etwas über Besteuerung ohne Vertretung erfährt. Besteuerung ohne Vertretung? Diese Situation muss bereinigt werden. Sofort! Chefkurator Harold Nace. Tja, das ist halt ein alter Keller, ne? Was soll man dazu sagen? Entschuldigung, Ausstellung. Nach dem Treffen mit dem Direktor und dem Stiftungsrat habe ich leider schlechte Neuigkeiten zu verkünden. Unsere geplante Anshore-Ausstellung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Museum verfügt derzeit einfach nicht über die Mittel, um die Umbauarbeiten zu finanzieren, die für ein so ambitioniertes Projekt nötig wäre. Ich möchte mich aber trotzdem beim Kuratorenteam und den Service-Mitarbeitern für die bisherige Arbeit bedanken. Chefkurator Harold Nace. Ich muss mal tagsüber mal spielen, wenn ich ein bisschen wach bin. Oder weniger Kaffee trinken. Schlägst du es auf den Markt. Ich kann mir das mal durchrattern.
Mein Name ist Megan Hayes. Ich bin eine der Museumsführerin. Mein Name ist Megan Hayes. Ich bin eine der Museumsführerin. Was? Oh, schreck, Angst kriege ich hier. Fällt was runter. Führerin hier im Museum der Freiheit in Concord. Ich habe solche Angst, als die Leute bis die Blitze gesehen haben. Sind sie alle abgehauen? Selbst Mr. Nays. Aha. Er ist einfach weggerannt und hat mich hier zurückgelassen. Arschloch. Ja. Und dann ist eines dieser Helikopterdinger der Armee ins Dach gekracht. Boah, das war geil. Was? Nein. Ich hab Soldaten gesehen, aber die sahen ziemlich fertig aus. So schön braun gebrannt. Lecker. Ich habe mich einfach vor ihnen versteckt. Ich bin erst seit einem Monat in Massachusetts? Massachusetts? Ja, irgendwie sowas. Ich kenne eigentlich niemanden und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Tja, ich glaube, die wird zum Ghoul. Das war der 23. übrigens. Sicherheitstor einriegeln. Entriegelt? Entriegelt. Entriegelt? Entriegelt. Okay, so. Opa, wo bist du? Wo bist du? Ja. Hallo? Hey, Sturges. Ja, verdammt, Sturges. Das sah bei dir aber ganz schön einfach aus. Ja. Das war also das Wort? Mann, warum habe ich das nicht gesehen? Ich bin halt Profi. So, hinaus zum Loot-Sachen. Nein, doch nicht. Also ich lasse den Hund erstmal hier, weil... Ja, wir kommen ja, glaube ich, wieder zurück hier. Geh ich mal. Lass er mit. Da nix. Ach, wir sind hier drin, okay. So, hier haben wir... Oh, den Herrn kenne ich. Das ist mein Nachbar. Was? So, hinein. Ja, ein Hund hat sowieso nichts auf dem Dach zu suchen. Aber wir beenden und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Klack. So, bis dahin, Freunde. Auf Wiedersehen.